Herzlich willkommen zu unserer großen FIBO Power Interview Tour. Ich übernehme diesmal den seriösen Part. Der Steve ist ja für euch unseriös unterwegs. Jetzt bei mir die bessere oder schlechtere Hälfte der Road to Glory Boys. Ja, Jill. Suchst du ja aus, genau. Über der Jill. Ja, kann man auch, wie würdest du auslegen? Wer ist der Bad Guy und wer ist der Good Guy? Wir sagen immer der Zarte und der Harte. Jetzt kannst du ja zusammen rein, wer ist. Ich glaube, so wie es aussieht, müsstest du ja jetzt mittlerweile der Harte sein. Ja, oder auch Vizivini versus, ja, freut euch auf die nächste Jill vs. High-Reihe. Da haben wir uns das vierte Mal gemessen, wer eben den längeren hat. Ja, und ansonsten jetzt Diät-Endphase. Wie läuft, wie zufrieden bist du? Ich bin total leer, ist der letzte Entladetag. Salz ist komplett raus, 6 Liter Wasser sind noch drinne. Und der letzte No-Carb-Day, ich freue mich immens auf morgen. Also morgen ist Judgment Day und da wird dann abgerechnet auf der Bühne. Samstag wird abgerechnet auf der Bühne, morgen wird schon geladen, aber Samstag sollte, wenn alles gut läuft, echt zufriedenstellend sein. Ja, und jetzt FIBO Power 2015, ich glaube, in diesem Jahr können wir noch sehr viel mehr oder alle Aussteller, alle Stände erwarten. So persönlich, was erwartet ihr? Also letztes Jahr war es schon immens krass. Vor 2 Jahren war ich selber noch zu Gast hier. Hab die Athleten auf der Bühne gesehen und meinte zu meinem Schatzi, so in einem Jahr stehst du selber hier. Das war schon ein Meilenstein in meiner kleinen Fitnesslaufbahn. Und was dieses Jahr auf uns zukommt, kann man sich, glaube ich, noch gar nicht ausmalen. Also ich glaube auch, Wochenende wird sehr böse. Jetzt haben wir ja unsere Videos, die waren ja beide, sind beide online gegangen vor einiger Zeit. Auf jeden Fall, super, sehr gut gemacht. Mir haben sie auch sehr, sehr gut gefallen. Und ich gucke auch gerne zurück. Also gerade das Workout war legendär mit dir. Wie war euer Feedback so? Es war mittlerweile, nähern sich die Gemeinden immer mehr an, muss man sagen. Wie war so euer Feedback? Also generell positiv. Wir sind eigentlich gar nicht so mit Hates überfallen. Das gibt es bei uns in der Regel weniger. Eher wenn wir bei euch unter Team Andro geschaut haben, waren die Gemüter natürlich zwiegespalten, aber damit sind wir schon irgendwie zurechtgekommen, beziehungsweise vielmehr haben wir uns auch darauf einstellen können. Und wenn jetzt die FIBO vorbei ist, ich meine, jetzt hast du dich einmal in Spitzenform gebracht, ist wirklich im Grunde, das ist ja auch so ein Thema, wird ganz heiß diskutiert, vorbereiten für die FIBO, nur für die FIBO, wie sieht dein Plan da aus? Geht es danach weiter oder ist das im Grunde wirklich dann abgehakt und dann kommt das große Fressen? Also die Leute, die wirklich Ahnung haben, sprich, die mich dabei begleitet haben. Die wollen mich alle auf die Bühne drängen. Ich wiederum wüsste noch nicht mal, in welcher Klasse ich starten soll. Fakt ist, dass es danach, nach der FIBO, direkt in den Urlaub geht. Eine Woche all-inclusive. Dann könnt ihr euch ausmalen, wie es aussieht oder ausahnden könnte. Aber den Jojo-Effekt will ich definitiv weichen. Das bedeutet, ich werde nur einen leichten Rebound machen. Das heißt, langsam wieder ranführen an die Kalorien, gerade was die Carbs anbelangt, dass ich mir die schöne Form nicht komplett zerschrotte. Da gibt es noch eine kritische Frage, die ich dich stellen muss, ob du darauf antwortest oder nicht. Das bleibt dir natürlich überlassen. Wir haben ja aktuell in dieser YouTube-Szene und Bewegung, es gibt den Onkel Bob oder Onkel Bob. Du bist ja auch im Grunde, oder er setzt sich mit dir auseinander oder mit euch. Wie siehst du das Ganze so? Ist das ein großes Missverständnis? Was ist da los? Steht uns da der große YouTube-Beef bevor? Was ist das Ganze? Da enthalten wir uns komplett von, da distanzieren wir uns von. Ich finde die Sache, wie er es macht, wunderbar. Das haben wir auch ihn persönlich schon mehrmals aufgetischt. Aber man muss immer wissen, zu welchem Grad. Ne? Also, wie gesagt, die Meinungen sind da sehr, sehr zwiegespalten. Und ich habe die neuesten Videos alle nicht mehr samt gesehen. Die sind ja auch immens lang geworden. Aber ich finde es zumindest gut für die Szene, dass da mal wieder ein bisschen was hochbrodelt, Bewegung drin ist. So ist es. Dann würde ich sagen, wir wünschen dir auf jeden Fall noch viel Spaß, alle vier Tage hier anzutreffen bei den Jungs von GA. Allemal. Ich freue mich so hart, gerade was die Samstage und Sonntage jetzt angeht werden. Und ich hoffe, man sieht sich nochmal. Auf jeden Fall. Wir sind ja alle 4 Tage da. Ja, sauber. Und eine neue Kollektion ist am Start. Dein Lieblingsstück, was du hier gerade schon anhast? Tatsache. Das ist das. Mit der Hose habe ich heute Nacht, muss ich sogar gestehen, geschlafen. Oh. Also ich feiere dieses Outfit am meisten. Dürfen wir uns leider nicht aussuchen. Das heißt, uns wurde eine Kollektion zugeteilt. An den anderen Tagen werde ich wohl oder über was anderes tragen, aber heute mein Favorite Outfit. Dann auf jeden Fall noch, wie schon mal gesagt, viel Spaß und der Jill und auch der Sai, auch wenn er gerade nicht da ist, ist natürlich hier alle 4 Tage an. So ist es. Team Road to Glory. Dankeschön. Danke dir.